noch ein bisschen tiefer. Der Herrschaftszeiten. Ja, was ist denn los? Hörst du schlecht? Ich will da runter. Na also, es geht doch. Also ich bin der Wichtigste da. Da ich bin ja auch von Anfang an dabei bei der Kiste. Ich mein bei der Puppenkiste. Ja, ich kann mich noch gut an unsere erste Aufführung erinnern. Ja, ich war damals sehr generös, ja, weil ich freiwillig verzichtet habe auf eine Hauptrolle. Ich hab's so einem eitlen Kader überlassen, der, das müsst ihr euch einmal vorstellen, in Stiefeln auftreten ist. So ein Schmarrer. Ja, spinnst du? Ja, lass mich wieder runter. Und sowas nennt sie Bubberspieler. Ja, willst du mich jetzt da in aller Öffentlichkeit blamieren? Letzte Vorbereitungen für die Generalprobe zum neuen Kinderstück Die Geschichte vom hässlichen Entlein. Die kleinen Darsteller, die Puppenspieler an 2,30 Meter langen Fäden von der Spielbrücke führen, müssen vor ihrem Auftritt genau kontrolliert werden. Verhedderte Fäden sind ein Albtraum für jeden Puppenspieler. Die Kulissen, auf 3 Bühnenwagen montiert, können dann während der Vorstellung bei einem Szenenwechsel hin und her geschoben werden. Peter Scherbaum, Autor und Regisseur, hat dieses Märchen von Hans-Christian Andersen für die Marionettenbühne bearbeitet und auch inszeniert. Die Puppen und das Bühnenbild sind für diese Produktion extra angefertigt worden. Aus Kostengründen ist eine solche Neuinszenierung höchstens einmal im Jahr möglich. Dann haben wir 24. Leider nicht. Aber sieh mal, der Schwan hier kennt unseren Namen und sagt, er heißt Leni. Was? Aber was redet ihr denn? Kennt ihr mich denn nicht mehr? Ich bin's doch. Das gibt's doch nicht. Mein Entlein. Meine Leni. Wo warst du nur so lange? Na, ich habe dich gesucht. Und jetzt haben wir uns gefunden. Und du bist ein schöner Schwan. Wie denn? Wo denn? Was denn? Soll ich den Tierarzt rufen? Sollen wir jetzt weitersuchen? Oder wie? Oder was? Kinder und Presse sind begeistert. Die Geschichte vom hässlichen Entlein wird ein großer Erfolg. Auch für diese Aufführungen müssen Karten 2 Wochen im Voraus bestellt werden. Denn das Nachmittagsprogramm ist regelmäßig ausverkauft. Zum Glück. Denn die Puppenkiste ist ein privates Marionettentheater, das auf Subventionen der Stadt Augsburg und auf hohe Besucherzahlen angewiesen ist. Guck, da bin ich schon wieder. Was wollt ihr jetzt sagen? Ah ja, also, wir blicken ja schon auf eine 50-jährige Geschichte zurück. Ja, wenn man denkt, dass der Walter Ömichen so direkt nach dem Krieg nichts anderes zum Tun gehabt hat, als ein Puppentheater aufzumachen, da muss der schon ein bisschen verrückt gewesen sein. Hm? Aber gut ist das schon, oder? 5.9.1946, an die Stadt Augsburg. In 3-jähriger Arbeit hatten meine Familie und ich ein Marionettentheater gebaut, mit dem wir im Herbst 1943 zum ersten Male an die Öffentlichkeit traten. Vom Publikum begeistert aufgenommen und von der Presse hervorragend beurteilt, haben wir dieses Theater ausgebaut.
Im Februar 1944 wurde es durch eine Bombe total zerstört. Der sofort begonnene Wiederaufbau wurde durch meine Einberufung zur Wehrmacht im September vorigen Jahres unterbrochen. Da ich vor 14 Tagen aus der Kriegsgefangenschaft entlassen wurde, haben wir den Weiterbau des Marionettentheaters fortgesetzt, da dieses Theater für meine Familie und mich als Erwerb gelten muss. Ich bitte um die Erlaubnis, mit diesem Theater unter dem Namen Augsburger Puppenkiste öffentliche Aufführungen geben zu dürfen. Walter Oehmichen war ein leidenschaftlicher Theatermann und ein besessener Leiter des Augsburger Puppentheaters. Das muss man sagen. Er kam auch aus, glaube ich, ganz bescheidenen Verhältnissen. Sein Vater war Clown im Zirkus Barum in Düsseldorf. Und ich glaube, daher hat er auch diese Disziplin gelernt, die er uns unbedingt abverlangt hat. Er kam vom Theater, er pulste Theaterblut. Sein Vater kam doch vom Zirkus, also da war also, tobte es doppelt. Und er war also sehr souverän auch und war auch, muss ich sagen, auch sehr mutig. Und er hat auch mit großem Gespür ein Ensemble zusammengestellt. Und hat es verstanden, Leute zu binden, die wirklich was drauf hatten und die im Theater auch viel einbrachten. Kurz nach dem Krieg findet Walter Oehmichen im völlig zerstörten Augsburg am Roten Turm, im Heilig-Geist-Spital, einen noch relativ intakten Raum. Ihm gelingt das schier Unmögliche. Er kann die Behörden der Stadt Augsburg dazu überreden, ihm diesen Saal zu überlassen. Gemeinsam mit seiner Frau Rose und seinen Töchtern Hannelore und Ulla bereitet er die erste Aufführung vor. Sie findet am 26. Februar 1948 statt, genau 4 Jahre nachdem sein Puppenschrein das Hausmarionettentheater abgebrannt ist. Kurz zuvor hatte Walter Oehmichen einen jungen Schauspielschüler engagiert, der damals sicher nicht ahnte, dass er über 30 Jahre bleiben würde. Manfred Jenning erinnert sich an jene erste vielversprechende Premiere. Der größere Teil der ehemaligen Spitalkirche hatte sich in ein Auditorium verwandelt. Rote Fahnentücher kaschierten die linke Wand. Rechts hing die Garderobe der Gäste und in der Mitte saß auf bayerischen Biergartenstühlen das Publikum mit schiefen Hälsen. Der Zuschauerraum war nämlich bretteleben und es zog auch ein bisschen streng. Wer einmal raus musste, kam tief beeindruckt wieder. Die hygienische Einrichtung des Theaters erinnerte an sibirische Donnerbalken. Nach dem bizonalen Schwarzmarktkurs konnte man sich für eine Zigarette 10 Sitzplätze in den ersten Reihen kaufen. Das Theater war also voll. Also, heute ist die erste Vorstellung und stellen Sie sich vor, meine Herrschaften, in dem ersten Stück habe ich nichts zu tun. Jetzt sagen Sie doch selber. Ein Stück, in dem ich nicht beschäftigt bin, das ist kein Stück, das ist ein Schmarrn. Die Leute wollen doch lachen im Theater und lachen können sie nur über den Spaß machen. Und der bin ich. Der gestiefelte Kader, das soll jetzt was sein, das kennt doch jedes Kind. Und weil ich der Kasperl bin, darf ich auch bloß einen Kasperl spielen. Und wenn kein Kasperl drin ist in dem Stück, dann muss ich hinten hängen. Ja, da könnt ihr doch leicht eine Rolle für mich reinschreiben in das Stück. Nein, das tut er nicht. Das ist gegen sein künstlerisches Empfinden. Ja, der glaubt wohl, er ist der liebe Gott. Was soll das? Ja, das kennt doch nicht mehr. Miau-Kalali-Rettunjagd. Erfolg hat der etwas wagt. Man darf dabei nicht dumm sein. Man braucht dazu viel Fantasie, sonst kriegt man feines Rebhuhn nie. Das kann ja nicht so schwer sein. Den Rucksack da, die Körner hier, das Rebhuhn frisst sie blind vor Gier und läuft in meinen Sack rein. Dann spring ich vor, mach Rucksack zu, schon hab ich Rebhuhn drin im Nu. Das wird ein prima Fang sein. Das Augsburger Puppentheater bestand aus einer Familie und alle die Mitarbeiter, die zu ihm kamen, waren integriert in diese Familie. Das heißt, wir mussten sofort zur Rose Oehmichen Mutti sagen und zu Walter Oehmichen Papi.
Das war so. Papi, ich muss noch was fragen. Oder Mutti, können Sie mir vielleicht bitte helfen? Oder Papi, also wir möchten ein bisschen mehr Geld haben, gell? Oder Mutti, könnten Sie vielleicht ein gutes Wort für uns einlegen? Wir bräuchten 5 Mark Vorschuss. Damit hatten wir auch eine Stelle eingenommen, die also unterprivilegiert war, nicht? Wir waren quasi die Söhne und Töchter zu seinen 2 Töchtern, die natürlich auch alles machten im Theater. Nun gut, ich war seine Tochter, ich habe ihn nie so als Theaterleiter empfunden eigentlich. Als Theaterleiter konnte er am Anfang in der Zeit etwas hart auch sein, gerade wenn zwischen den Vorstellungen wir irgendwie mal spazieren gegangen sind und dann am Abend wiedergekommen sind, dann sah man ihn schon mit dem Gesicht runter, hätten mal wieder irgendeinen Pinsel eingetrocknet und es gab einen fürchterlichen Krach. Also gut, es war auch die Zeit, weil es einfach auch nichts gab, es war ja schwer, einen Pinsel zu kriegen. Man muss sich ja vorstellen, Ömichen hat sein Theater wirklich aus dem Schutt rausgeholt. Der ist auf den Schuttplatz gegangen, hat sich alte Hölzer geholt, die er noch verwenden konnte, hat sich alte Nägel rausgezogen, die er wieder gerade geklopft hat. Es war wahnsinnig. Oder damals gab es ja in Augsburg viele Textilfabriken, also so Abfallstoffe hat er gebettelt. Also er war sich zu nichts zu schade, wenn es um sein Theater ging. Au, 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 los, lass er los, lass er los, lass er, sag ich! Schurke, warum hast du deinen Herrn verraten? Ich? Ich hab ihn doch nicht gebraten oder verraten. Lass mich doch Stoffelfuß, goldener Stoffelfuß, bitte lass mich gehen. Warum hast du dem Herzog den Namen deines Herrn gesagt? Ich hab ihm kein Wort gesagt, bloß pantomimisch hab ich's ihm zeugt. Und gleich hat er gewusst, wer unser Herr ist und wie er heißt. Aber lieber Stoffelfuß, lass mich diesmal halt noch gehen und bring mir nicht den Hals, ich will es meinem ganzen Leben nicht wieder tun. Nun gut, diesmal soll es doch so hingehen. Aber zu deiner Strafe bleibst du hier allein in Parma zurück. Denn dein Herr hat dich deines Dienstes entlassen. Da kannst du nun zusehen, wie du zurückkommst. Hey, stopp! Stoffelfuß, goldener Stoffel, lass mich doch nicht allein da! Der Dr. Faust, wie wir ihn heute spielen, ist die damalige Bearbeitung von 1948 von Walter Ömichen. Er hat damals den Faust zusammengeschrieben aus, ich weiß nicht wie viel, verschiedenen bestehenden Fassungen. Es gibt das alte Puppenspiel, es gibt den Marlowschen Faust und so unendlich viele Bearbeitungen. Und Ömichen hat die alle zusammengenommen und hat überall etwas rausgepickt und hat die zu seiner eigenen Inszenierung gemacht. Und die Inszenierung spielen wir heute noch genauso wie damals. 12.10.48. Die Währungsreform hatte uns nur einen kümmerlichen Rest unseres sauer verdienten Geldes gelassen. Aber wir haben uns durchgewurschtelt und mit einigen Schulden die 2. Spielzeit begonnen. Wir können über Besuch nicht klagen, aber durch die stark gesenkten Eintrittspreise bleibt halt nicht viel übrig. Mit Faust, unserer ersten Vorstellung für Erwachsene, haben wir einen großen künstlerischen Erfolg. Schlagen. Guten Abend, Herr Feistling. Guten Abend. So, setz ihn auch noch auf die Straße. Ach ja, mein Diener. Ich habe nirgends Ruhe, weder auf der Straße noch zu Hause. Ja, das geschieht euch schon recht. Schatz, mir geht's auch recht übel jetzt. Und ihr seid das Kostgeld nur schuldig vom letzten Monat her, damals, wo er mich in Parma abziehen zu lassen. Geh, seid so gut. Gibt's mir's jetzt, die brauchst du dazu notwendig. Ach, mein Diener, ich habe nichts. Der Teufel hat mich so arm gemacht, dass auch das nicht mehr mein ist, was ich innen und auf mir habe. Ja, das geschieht euch schon recht. Warum habt ihr mit dem Teufel eine Schmeißerei angefangen? Schaut's, mir war der nicht gescheit genug. ...1951 bringt Walter Ömichen eine Bühnenbearbeitung des Kleinen Prinzen von Antoine de Saint-Exupéry heraus. Diese Geschichte eignet sich ganz besonders für eine Umsetzung auf der Puppenbühne. Ein Abenteuer voller Poesie, das die Zuschauer in seinen Bann zieht. Der Durchbruch des Theaters war eigentlich der Kleine Prinz. Mein Vater hat damals den Flieger, den Saint-Exupéry, selber gespielt. Und das war eigentlich das Schöne und Interessante auch, Puppe und Mensch. Das ja, er lag auf der Bühne als Flieger
Und der Prinz kam dann zu ihm und sie erzählten miteinander und das Puppenmensch ist ein unheimlich reizvoll. 9. April 1951. Wir haben inzwischen den kleinen Prinz insgesamt 13 Mal aufgeführt und jede Vorstellung war ausverkauft. Es ist das theatralische Ereignis in Augsburg. Der Intendant des Osnabrücker Stadttheaters, der mich zu einem Gastspiel eingeladen hat, schreibt: Du bist auf dem Weg, durch die Tür zu gehen, die zum großen, allgemeinen, internationalen führt. Bitte. Bitte zähme mich. Ich möchte wohl, aber ich habe nicht viel Zeit. Ich muss Freunde finden und viele Dinge kennenlernen. Man kennt nur Dinge, die man zähmt. Die Menschen haben keine Zeit mehr, irgendetwas kennenzulernen. Sie kaufen alles fertig in den Geschäften. Aber da es keine Kaufläden für Freunde gibt, haben die Leute keine Freunde mehr. Wenn du einen Freund willst, so zähme mich. Was muss ich da tun? Du musst sehr geduldig sein. Du setzt dich zuerst ein wenig abseits von mir ins Gras. So. So ist's richtig. Ich werde dich dann verstohlen aus den Augenwinkeln anschauen und du wirst nichts sagen. Die Sprache ist die Quelle der Missverständnisse. In den ersten Jahren wurde in den Aufführungen noch live gesprochen, da das Theater zunächst über keinerlei Aufzeichnungsgeräte verfügte. Wegen der ständigen Geldknappheit kamen die Öhmichens auf die Idee, junge Schauspielschüler aus Augsburg und Umgebung zu engagieren. Zwei der begabtesten unter ihnen waren Manfred Jenning, der von Anfang an den Kasperl sprach, und Max Bössel, der unter anderem als Urmel unvergessen bleibt. Das Live-Sprechen erforderte nicht nur eine besondere Konzentration, notwendig war auch ein Raum in geeigneter Größe und mit guter Akustik. Bedingungen, die auf den Gastspielreisen, die das Ensemble ab 1951 unternahm, nicht immer vorzufinden waren. Überhaupt entpuppten sich diese frühen Tourneen als ganz spezielle Abenteuer. Wir hatten einen Omnibus dabei, einer größeren Steigung mussten wir aussteigen und den schieben, anfangen zu schieben und dann oben durften wir wieder alle einsteigen. Wir nannten immer unseren Omnibus das Menü, weil es 6 Gänge hatte und keiner funktionierte. Die ersten Jahre unterwegs waren, wenn man sie heute betrachtet, grauenvoll. Man reiste erst mal ein paar Stunden an, dann baute man die zentnerschwere Bühne auf. Wir schleppten ja alles noch aus unserem Anhänger raus und bauten selber die Bühne auf. Dann wurden 3 Vorstellungen gespielt und abends Abbau im nächsten Ort. Es war eine Wahnsinnsplage. Man muss sich vorstellen, wir spielten in großen Turnhallen, hatten so einen kleinen Guckkasten. Und ich kann mich noch erinnern, ich sprach mal den Aladdin. Und da kommt irgendeine Szene mit einer Prinzessin vor und ich sage, ich liebe dich. Und das musste ich aber so brüllen, damit es die letzte Reihe war. Ich liebe dich, habe ich dann gesagt. Und das war völlig daneben. Und dann haben wir gesagt, wir machen ein Tonband, wir machen ein schönes Hörspiel und danach führen wir die Puppen. Trolle! Trolle! Ja, Herrschaft Zeiten, diese Troll... Ich such die Mumins, dir. Und was denn das? Oh, das hat jetzt gleich ein End mit der Flimmerei. Mit denen komischen Viecher, denen Trolle, ist die Fernsehgeschichte so richtig losgegangen für die Augsburger Puppenkiste. Das war 1959. Also nicht beim Bayerischen Rundfunk. Ich glaube, die haben sich vor denen gefürchtet, vor denen Mumins. Beim Hessischen Rundfunk, da war's dann. Da ist sie richtig berühmt worden, unsere Puppenkiste. Alle kleinen Tiere bringen ihren Schwanz, bringen ihren Schwanz. Ringereien Hopsa geht der Mumin Hans. Die Abenteuer der Mumins werden ein großer Erfolg für die Augsburger Puppenkiste und den Hessischen Rundfunk. Von nun an produziert der Sender regelmäßig Geschichten, meist Kinderbuchbearbeitungen mit dem Marionettentheater. Einige dieser eigenwilligen Wesen an den langen, dünnen Fäden werden richtige kleine Stars. Thank you.
Der Dachboden der Puppenkiste. Eine Schatzkammer, ein unerschöpflicher Fundus. Hier lagern über 3 Etagen verteilt Kulissen aus 5 Jahrzehnten Theatergeschichte und natürlich auch die Dekorationen und Requisiten aus den unzähligen Fernsehsendungen, die die Puppenkiste so beliebt und berühmt gemacht haben. Kater Mikisch, Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer, Urmel aus dem Eis, Don Blech und der Goldene Junker, Bilbo und seine Bande, um nur einige der bekanntesten Fernsehvierteiler zu nennen. Keine dieser Geschichten wurde übrigens jemals im Theater aufgeführt. Die aufwendigen Dekorationen und der häufige Szenenwechsel ließen das gar nicht zu. Beim Theatershow schaut man drauf, dass mit möglichst wenig Dekorationen ausgekommen wird. Einfach von der Stimmung her. Und beim Fernsehen, du musst plötzlich alles zubauen. Dann kommt dieser blöde Kameramann, Entschuldigung, aber und sagt, in der Ecke fehlt noch was. Also die hätten uns am liebsten nur draußen im Hof weitergebaut. Ja? Und man muss also dann immer irgendetwas parat haben. Und das ist also gar nicht so einfach, dass dann wieder zum Stück dazu passt. Beim Theater ging es natürlich mehr ums Abstrahieren und bei der Deko beim Film kam viel mehr dann plötzlich Realismus rein. Sie sind weg. Ohne mich. Lukas! Lukas! Na, kommst du doch noch, du Schlafmütze? Ich hab nicht geschlafen, Ehrenwort. Ich hab den Schlüssel von der Ladentüre nicht gefunden. Mutter muss ihn eingesteckt haben. Aha. Und warum bist du nicht zum Fenster raus? Hm? Da hätte sie mich sehen können. Aha. Und wie bist du dann doch rausgekommen? Durch den Keller. Das war vielleicht schwierig. Ich musste nämlich zuerst... Ja. Erzähl mir das ein andermal, Jim. Jetzt fahren wir erst mal los. Diese Brücke, ich habe die Ehre, Ihr Brückenwächter zu sein, ermöglicht es mir, jeweils dort zu sein, wo der Löwe nicht ist, ja, gar nicht hinkommen kann. Und ich brauche deshalb vor dem Löwen überhaupt gar keine Angst, überhaupt nicht zu haben. Guten Morgen. Guten Morgen. Hilfe! Zwei, drei, vier, marschieren wir um die Felder noch. Meine ruhmreiche Armee nach Hause schicke. Nein, dass das kranke Urmeli bei so einem Lärm schlafen kann, das ist doch unglaublich. Urmel. Was ist denn, Butz? Wie kannst du nur bei so einem Lärm schlafen? Die große Popularität hat die Augsburger Puppenkiste vor allem ihrem Hausdichter und Regisseur Manfred Jenning zu verdanken. Durch seinen viel zu frühen Tod am 7. Dezember 1979 im Alter von nur 50 Jahren hat die Puppenkiste einen in jeder Hinsicht besonderen Mitarbeiter verloren. Das geht ganz prima, wenn man es mal. Also nun seid mal ruhig. Das arme Katerchen kriegt ja richtig Angst, wenn ihr so viel von ihm wissen wollt. Übrigens kann es noch gar nicht sprechen. Und wann kann er's? Am 22. November in diesem Jahr. Die Augsburger Puppenkiste erzählt euch nämlich dann die Geschichte vom Kater Mikisch. Und der Kater Mikisch, das ist er. So. Und bis dahin also... Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Manfred Jenning, er hatte eine unwahrscheinliche Ausstrahlung. Er konnte die Leute auch führen, dahin bringen, wo er sie haben wollte. Die Begabung äußerte sich in seinen Stücken, in seinem Stil, den er geschrieben hat, in seinem Stil, wie er gesprochen hat, wie er inszeniert hat. Ihn mochte jeder.
Ob das jetzt auch vom Fernsehen war oder vom Ensemble. Und wahrscheinlich hat er selber auch ein sehr großes kindliches Gemüt gehabt. Und darum konnte er auch diese einfachen Sachen schreiben. Was er eigentlich ganz ungern getan hat, aber was rausgekommen ist, war immer ganz toll. Und dann eben seine Fantasie. In den Fernsehsachen hat er sehr viel reingebracht, wo sich also die Erwachsenen schief gelacht haben und die Kinder nicht gestört haben. Das ist eine hohe Kunst. Schluss! Jetzt rede ich! Ja, jetzt führe dich nicht so auf. Und ob ich mich aufführe, keine Musik, keine Fahnen, kein roter Teppich, feiert man so seinen König? Du bist nicht mein König. Ja, denkst du vielleicht, du ganz oller Pfeifenstinker, ich habe den Weg hierher umsonst gemacht. Beherrsch dich. Jawohl, ich werde euch beherrschen. Dir Fernsehmarionette, dir Spinner alle miteinander. Wir Theaterbuben, wir sind doch ganz anders. Wir sind doch die König unter die Schauspielermarionette. Meine Herren, heute sehen Sie mich Gläser abwaschen und ich mache das Bett für jeden. 19.05.1960. Sehr geehrter Herr Ümichen, ich war sehr dagegen, als mir Universal Edition schrieb, von ihrem Vorhaben, die Drei-Groschen-Oper-Musik zu verwenden. Ich hatte keine Idee, was ihre Augsburger Puppenkiste repräsentierte. Ich kann Ihnen nur sagen, ich bin begeistert von den Bildern und wünsche mir brennend, dass ich Ihr Theater mal sehen kann. Ich habe eine große Bitte und würde vollkommen verstehen, wenn es Ihnen nicht möglich wäre, sie zu erfüllen. Ich würde mich unendlich freuen, wenn es Ihnen möglich wäre, mir die Jenny-Puppe machen zu lassen. Nur für mich, als Erinnerung. Vielleicht kann ich mich mit einer Schallplatte revanchieren. Ihre Lotte Linja. 27.06.1960. Sehr geehrte Frau Linja, für Ihren lieben Brief danke ich Ihnen noch recht herzlich und freue mich, dass es meiner Tochter und meiner Frau trotz der vielen Arbeit gelungen ist, die Puppe noch fertigzustellen, damit sie sie persönlich mit nach Amerika nehmen können. Die Erstaufführung der Drei-Groschen-Oper ist auf Samstag, den 24. September angesetzt. Die Drei-Groschen-Oper in Augsburg aufzuführen und noch dazu auf einer Marionettenbühne, das war für die damalige Zeit ein ungewöhnliches Unterfangen. Brecht war in den 60er Jahren in Augsburg tabu. Walter Ömichen, ein Brecht-Liebhaber, ließ sich davon nicht beirren. Die Drei-Groschen-Oper gehört zu den bedeutendsten Produktionen der Puppenkiste in jenen Jahren. Walter Ömichen trat auch in dieser Inszenierung selber auf, diesmal als Bänkelsänger. Er stand neben der Bühne und sang die Lieder für die Puppen. Hallo, Jackie! Hallo, Weg! Ich habe nicht viel Zeit, ich muss gleich wieder gehen. Muss das ausgerechnet ein fremder Pferdestall sein? Das ist doch wieder Einbruch. Aber Jackie, er liegt so bequem. Freue mich, dass du gekommen bist, deines alten Wecks Hochzeitsfeier mitzumachen. Da stelle ich dir gleich meine Gattin vor. Geborene Peachum. Polly, das ist Tiger Braun. Was? Alte Junge. Und das sind meine Freunde. Na, Jackie, die dürftest du alle schon mal gesehen haben. Ich bin doch privat hier, Mac. Sie auch. Hallo, Jakob. Das ist Hakenfinger, Jakob. Das ist ein großer Schwein. Hallo, Jimmy. Hallo, Robert. Na, für heute Schwamm drüber. Hallo, Matthias. Setzen Sie sich, meine Herren. Setzen Sie sich. Besten Dank, Herr. Freue mich, die charmante Gattin meines alten Freundes Mac kennenzulernen. Keine Ursache, Herr. Die Drei-Groschen-Oper, wir haben sehr furchtbar gern gespielt. Wir haben irrsinnige viele Sachen gespielt. Mein Vater hat Strindberg gemacht, hat Traumgespiel gemacht und hat Hanneles Himmelfahrt gemacht. Also irrsinnig viele Sachen, aber er hat da einfach sich selber auch ein paar Sachen verwirklicht, wo er glaubte, die können auf der Marionettenbühne besser gestaltet werden als auf der Menschenbühne. Wisst ihr, was das ist? Das ist mein Bundesverdienstkreuz. Das haben sie mir am 9. Oktober 1997 in Berlin verliehen. Also, ich meine natürlich,